Wo wohnt Harry? Ich gucke schnell auf meiner Karte auf dem zweiten Bildschirm. Harrys Haus ist ja wahrscheinlich irgendwo eingezeichnet. Der wohnt irgendwo weiter draußen. Hospital. Beckys Haus, Museum. Sigourneys Haus. Emilys Haus, Swery. Ich finde auch hier auf der Karte das Haus von ihm nicht. Das ist schon... Harrys Haus, da hinten, ganz hinten im Eck der Karte. Da könnte ich mal schauen, ob Harry zu Hause ist und ob ich vielleicht jetzt bei ihm zu Hause mit ihm reden kann, wegen der Nebenquest. Ich jetzt seit... Wann haben wir den Stream angefangen? Seit 2 Stunden einfach nur versuche zu machen. Nee, das sind sie nicht. Wo bin ich jetzt? Ah, noch ein Stückchen weiter. Ah ja. Da ist Harry Stewart, aber er hat keine Quest für mich. Soll ich trotzdem hinfahren? Weil nachts hatte er plötzlich wieder eine Quest für mich. Warum hat er jetzt eigentlich keine Quest für mich? Das Spiel ist verwirrend. Machen wir was anderes. Also kein anderes Spiel. Wir spielen das heute jetzt zu Ende. Und spielen das bis zum Schluss. Aber weil ich wirklich echt nicht weiß... Also ich glaube wirklich, dieses Abarbeiten, das wir jetzt machen, ist einfach super quälend und ist auch nicht Sinn der Sache. Eigentlich sollte man die über den Spielverlauf hinweg alle machen, die Quests. Ich habe es falsch gespielt, weil ich dachte, ich muss immer zur angegebenen Zeit unbedingt an dem Tag, an dem ich die Quest kriege, auch am Questort sein. Ich hatte das falsch in Erinnerung. In Wirklichkeit hätten wir uns zwischen den einzelnen Kapiteln auch viel mehr Zeit lassen können. Da war ich doof, sonst hätten wir ihm mehr schon vorher gemacht. Aber zum Beispiel Usher. Usher ist im Krankenhaus. Wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Tagsüber. Jetzt schauen wir mal oben ins Krankenhaus. Das ist hier. Ist Usher da? Ja. Aber er hat auch keine Quest für uns. Das ist komisch. Ich bräuchte einen Quest-Guide. Deadly Premonition. Quest. Side-Quest. Am besten Side-Quest-Guide. Ja. Bitte. Steam-Community. Stimmt wieder unübersichtlich. Nee, es geht eigentlich. Oder? Nee, sogar super. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt. Das ist, warum nicht gleich so? Dann gehen wir jetzt von Anfang an alle Quests durch, die wir noch machen können, weil die Charaktere noch nicht tot sind. Und schauen mal, wann und wo wir die dann kriegen. So. Von Usher. Das ist gleich die erste in der Liste. Nebenquest Nummer 10. Nebenquest Nummer 10. General Hospital Usher. Go to the hospital and speak with other Usher. Should be in the autopsy room. He will tell you the riddle. Wirklich? Wir versuchen das jetzt mal. Ich finde das gerade komisch, weil mir auf der Karte, auf der Minimap, gar kein Missionsziel angezeigt wird. Gar kein Nebenmissionsziel. Aber da steht jetzt in diesem Guide zumindest keine Uhrzeit. Versuchen wir es mal. Muss ich nur noch mal kurz gucken, wie wir da hinkommen. Ich bin jetzt hier. Also im Grunde die Straße entlang. Nee, nicht ganz so weit. Und hier nach oben weg, oder? Ja, genau. Dann kommen wir hin. Okay. Es gibt nie zu viele Nebenquests, nur zu wenig Geduld. Ja, das stimmt. Achso, das war schon eine Antwort auf. Es gibt kein falsches Spiel, nur zu viele Nebenquests. Ich finde auch wirklich nicht, dass es zu viele Nebenquests sind. Nur die Navigation. Die Navigation und wie das Spiel sich mitteilt. Wie das Spiel einem quasi seine eigenen Regeln mitteilt. Die sind mangelhaft. Beide in dem Spiel. Sehr stark leider. Das sind die Hauptprobleme im Grunde.
Ich finde das grundsätzlich auch, dass es kein falsches Spielen gibt. Das habe ich nur so dahingesagt. Wenn irgendwie, zum Beispiel bei Alien Isolation war ja die Diskussion von wegen, die Journalisten haben das falsch gespielt, weil wenn man so und so spielt, dann ist es gut. Und das kann schon stimmen, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber wenn das Spiel dich quasi dafür belohnt, wenn du es falsch spielst, dann stimmt doch auch was mit dem Spiel nicht. Dann ist doch das Spiel eben falsch. Also, wisst ihr, was ich meine? Man kann es nicht falsch spielen, sondern die Entwickler von dem Spiel haben doch auch irgendwie die Aufgabe, einem dazu zu bringen, es so zu spielen, wie sie es gerne hätten. Und wenn sie es nicht durch harte Regeln oder harte Strafen machen wollen, dann zumindest durch gute Guides oder Belohnungen oder sowas, die einem dazu anregen. Aber wenn halt Alien Isolation leichter zu spielen ist und angenehmer zu spielen ist, weil man einfach die ganze Zeit durchläuft, kann man das doch nicht den Spielern vorwerfen, dass die das dann falsch spielen. Ich meine, man kann natürlich dann trotzdem sagen, na, du musst es so und so spielen, dann ist es besser als Hinweis. Ich meine, das kann ja hilfreich sein. Weil oft macht's halt dann Klick und man denkt sich, ach, so ist das Spiel gedacht. Na, dann macht das schon viel mehr Sinn und Spaß. Aber das als Vorwurf dann gegen die Spieler oder gegen die Journalisten in dem Fall zu nehmen, ist halt irgendwie Quatsch, finde ich. Und das haben viele gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Das Design ist dann nicht unbedingt so gelungen. Ja, genau. Also mir wäre neu, dass es dann leichter ist. Also viele haben das halt so gespielt, auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Das ist ja schon so, bei wenn der Test fertig sein muss bei Journalisten, bei professionellen Videospieltestern, dass das auch unter Zeitdruck geschieht. Aber wenn man quasi durch die Passagen mit dem Alien immer wieder durchsprintet und einfach immer wieder neu lädt und wieder durchsprintet, ist man insgesamt schneller und leichter durch in der Regel, als wenn man sich wirklich versteckt. Weil nichts gescriptet ist, was ja eigentlich cool ist, und das Alien wirklich eine relativ coole KI hat, führt das halt aber auch dazu, dass das Alien halt jedes Mal anders reagiert und was anderes macht. Und wenn man es nur oft genug versucht, dann funktioniert's. Und das hat eben so ein bisschen das Spiel kaputt gemacht. Von der Spielmechanik her. Das konnte man halt super exploiten. Ich meine so. Fiona hat eine Mission für uns. Wo kommt denn die jetzt her? Na gut. Oh, das FBI ist noch in der Stadt. Was könnte ich denn bei ihr kaufen? Wahrscheinlich Medikamente, Bandagen. Nehme ich an. Hey Fiona. What are you reading today? A medical textbook. That's good. Keep studying like that, and I'm sure Usher will notice. Really? It would be great if he did. I've been studying a lot recently, and I bet I know more than you. Are you trying to challenge me here? I sure am. You want to take the challenge? I can quiz you, you know. Sounds fun, Fiona. Okay, then. Here are the rules for this quiz. Answer 3 multiple-choice questions correctly in a row, and you win. Bring it on. Then just let me know when you're ready to start. Okay, ein medizinisches Wissensquiz. Müssen wir da wirklich Fragen beantworten? Das finde ich ja cool. Weil die Rätsel in dem Spiel sind eigentlich schon... Also, es sind keine Rätsel. Das sind... Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Offensichtliche Abfolgen von Knöpfen, die man drücken muss. Beantworten Sie 3 Fragen hintereinander richtig, um zu gewinnen. Versuchen Sie es einfach mal. Das machen wir jetzt dann. Ich habe letztens auch ein YouTube-Video über die KI von Alien Isolation gesehen. Das ist schon sehr interessant, weil quasi mehrere Systeme ineinander verschachtelt wurden, um das Verhalten des Aliens zu simulieren. Das fand ich auch faszinierend. Mir hat leider, muss ich echt sagen, Alien Isolation keinen Spaß gemacht als Spiel. Das war nicht meins. Das hat mich auch echt gestresst vor allem. Ich hatte echt Angst vor dem Alien. Aber dieses Alien hat mich super fasziniert. Das fand ich total cool, wie das reagiert, wie es auf Geräusche reagiert. Die Vorstellung, dass es sich wirklich irgendwie durch diese Schächte bewegt. Weil man weiß ja dann auch am Anfang vor allem noch nicht so genau, was jetzt gescriptet ist und an welchen Passagen das Alien kommen muss und an welchen es vielleicht nur zufällig kommen kann, wenn es gerade in der Nähe ist. Das verschleiert das Spiel gut und dadurch, dass die KI auch wirklich so...
unberechenbar ist, so unlesbar ist, war das schon faszinierend. Es ist ja bei vielen Spielen so, wenn man die ein bisschen spielt, weiß man, wie die KI funktioniert und weiß, wie man die auch manipulieren kann in der Regel. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Das ist schon cool. Aber so sollte man halt gar kein Spiel spielen. Mir fällt kein Spiel außer vielleicht Autorunner ein, wo Durchrennen zum Spielerlebnis gehört. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wo du das schreibst, stimmt's, dass es verdammt viele Spiele gibt, in denen man durchrennen kann, ohne Probleme. Wenn da nicht irgendwie sowas wie eine unsichtbare Barriere ist oder auch eine sichtbare Barriere oder irgendwas, wo die Entwickler sagen, nee, du musst jetzt erst hier alle Gegner töten oder sowas, bevor du weiter kannst, funktioniert Durchrennen sehr oft sehr gut. Das stimmt. Und man macht's eigentlich nicht, weil man weiß, dass es nicht so sein soll. Aber naja. Naja. Whatever. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich man das rezipiert. Ich hatte gerade durch den Stress gute Unterhaltung, aber ich kann verstehen, ich bin sowieso jemand, der von sowas super stark gestresst ist. Auch Mr. X in Resident Evil hat mich fix und fertig gemacht. Ich habe das Spiel echt gerne gemocht, aber ich war so froh, als ich durch war auch, als ich es hinter mir hatte, weil dieses ständig verfolgt werden von einem unsterblichen oder quasi unsterblichen Gegner ist für mich das Schlimmste überhaupt. Das halte ich nicht aus. Horrorspiele sind für mich sowieso schwer zu spielen. Ich spiele sie gerne, habe aber auch super viel Angst und es stresst mich total. Aber so unsterbliche Gegner, so permanent verfolgt werden, das ist die Hölle. Das ist ganz furchtbar. Der Nachbar aus Hello Neighbor hat auch eine sehr faszinierende KI. Das habe ich nie gespielt. Das gibt's aber in diesem Xbox Pass, glaube ich, aktuell. Könnte ich mir mal anschauen. Aber da gibt es viele Spiele, wo ich mir denke, sollte ich mir mal anschauen. Ich spiele gerade Pathologic 2. Heißt es Pathologic? Ich glaube schon, ne? Das finde ich richtig cool. Das gefällt mir echt verdammt gut. Am Anfang geht's sehr verspult los. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Spieler abschreckt, weil man da sehr viel Albträume vom Protagonisten spielt und auch zeitlich sind da teilweise die Ebenen, die Erzählebenen durcheinander. Aber dann ist es eigentlich eine relativ lineare, aber ziemlich interessante Erzählung in einer coolen Welt mit leider einem katastrophalen Kampfsystem, das das Spiel ein bisschen kaputt macht. Aber bis jetzt, ich habe erst ein paar Stunden gespielt, bis jetzt ist es im Grunde vollkommen optional. Ich habe bis jetzt nur am Anfang einmal kämpfen müssen oder zweimal, besser gesagt. Und seitdem nicht mehr. Ich hoffe, das bleibt ein bisschen so, weil das Kampfsystem finde ich persönlich ganz furchtbar, macht mir fast das Spiel kaputt. Ansonsten cool. Naja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ein Quiz, ein medizinisches Wissensquiz. Cool, wir kriegen vom FBI $36 dafür, dass sie uns sagt, sie hätte Fragen an uns. Wir haben die noch nicht mal beantwortet. FBI ist ein guter Arbeitgeber, glaube ich. Hallo, wie geht's dir? Reden. Wahrscheinlich, nehme ich an. You want me to start the quiz? Genau. Get ready then. Question one. Wo in der Zelle ist die DNS? Im Nukleus, im Zellkern. Genau. Correct. But that was only the warm-up. Gut. Here comes question two. Okay. Wo befindet sich im Inneren einer... Was befindet sich im Inneren einer Beule am Kopf, war die Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wahrscheinlich Blut und Lymphe. Fett, Muskelfasern. Eine Beule. Das ist wirklich eine gute Frage. Muskeln. Correct again. Nein, das war richtig. But now, gut. Time to bring out the big guns. Okay, question 3. Welche Behandlungsmethode heißt übersetzt, ich werde... gefallen. Ach so, wahrscheinlich Placebo, weil die anderen gibt's, glaube ich, nicht. That can't be. Why? How? I thought those questions were pretty tough. I'm sorry, Fiona. Was it childish of me to answer them all correctly? No, but it's childish of you to stand there smiling like a winner. I hate to admit it, but you win, Agent. Here, take this as a prize. Asha Johnson Karte bekommen. Aw, man. I don't feel like studying anymore right now. Dadurch, dass man für die ganzen Nebenquests Karten kriegt, ist meine Vermutung
bestärkt, dass man eine echt coole Waffe vom Waffenhändler kriegt, wenn man ihm alle Karten zeigt. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kann nicht mehr alle kriegen. Naja, schauen wir mal, dass wir in den OP-Saal kommen, damit wir Asha treffen. Das Krankenhaus war riesig und ich suche das untere Stockwerk. Auf die Karte zeigt uns, wo wir hin müssen. Oh, könnt ihr schlafen? Ach, da ist Asha. Ach, das ist ja mal cool. Moment, jetzt habe ich die Orientierung schon wieder verloren. Aber irgendwo hier war es. Gleich ums Eck. Ich glaube, der da? Nee, der da dann. Tatsächlich, die haben es schon, auch wenn es nicht angezeigt wird auf der Karte. Gut zu wissen. Weil, aber warum haben die dann manchmal ein Nebenquest-Symbol und manchmal nicht? Und warum erklärt einem das Spiel sowas nicht? Agent Zack, bist du auch noch immer in der Stadt? Hey, das ist schon schön, dass die uns jetzt alle mit Agent Zack ansprechen. Weil wir heißen jetzt quasi erst seit 2 Stunden so. Aber woher wissen die das alle eigentlich? Frage ich mich gerade. Oder waren wir schon immer Agent Zack? Und dachten wir nur, dass wir Agent York sind? Und dachten auch nur, dass wir Agent York genannt werden, obwohl schon immer alle Zack gesagt haben? Und wir uns auch immer Zack vorgestellt haben. Und in unserem Dienstausweis steht auch Zack. Aber wir dachten immer, dass wir uns York nennen. Vielleicht könnte sein. Das würde auch zu dem passen, dass vielleicht das Aussehen sich in Wirklichkeit gar nicht verändert hat. Weil irgendwie spricht uns keiner darauf an, dass wir plötzlich weißhaarig sind und so. Sondern dass wir das schon immer waren. Wir haben uns nur anders wahrgenommen. Das könnte schon sein. Agent Zack, bist du noch immer in der Stadt? Da du schon mal hier bist, soll ich dir eine Injektion geben? Ich meine, kommt jetzt drauf an. Um was reden wir hier? All diese Autopsien zu machen, war ungeheuer viel Arbeit. Dianas Autopsie fiel mir schon schwer genug. Aber als 4 weitere Leichen kamen, fühlte ich etwas viel Stärkeres als nur Trauer. Ich weiß, es ist nicht nett von mir, so etwas zu sagen, aber dem menschlichen Gehirn kann man keine Vorschriften machen. Ja, ich weiß. Ich spüre Angst. Eine natürliche, pure und erschreckende, starke Angst. Ist das eine Nebenquest? Ich glaube nicht. Hey there! Na, was hältst du davon? Soll ich dir eine Injektion geben? Reden wir erstmal drüber. Die Autopsien sind fast erledigt. Ich dachte schon, jetzt kann ich endlich wieder Schach spielen. Aber jetzt muss ich an einem Symptom teilnehmen. An einem Symposium teilnehmen. Hey, das ist ja großartig. Um welches Thema geht es denn? Es ist das Kartoffelchip-Symposium. Wissenschaftler aus ganz Amerika sprechen aus wissenschaftlicher Sicht über Kartoffelchips. Ich mache natürlich nur einen Witz. Ich darf meine Entdeckung über die roten Samen vorstellen. Ich verstehe. Hey, erzähl mir drüber. Ich würde da gerne mehr handfeste wissenschaftliche Untersuchungen über die roten Samen hören. Das würde mir nämlich dabei helfen, das Spiel zu interpretieren. Ich verstehe. Mach uns alle Ehre. Ich gebe mir Mühe. Ehrlich gesagt, muss ich noch sehr viel lernen. Ich frage mich, was ich sagen soll, wenn ich dort bin. Sag, dass du noch sehr viel... Fang damit an, dass du noch sehr viel lernen musst, aber... Das ist ein guter Einstieg, wenn man noch sehr viel lernen muss, finde ich, über irgendwas. Dann weiß gleich jeder, auf was er sich einlässt. Und dann darf man auch mal irgendwie einen Fehler machen, weil man noch nicht so genau geforscht hat. Du schaffst das, Asha. Du bist ja keiner, der Rückzieher macht. Du hast weitere Sachen gespielt... Du hast weiter Schach gespielt, obwohl du ständig verloren hast. Mit so viel Willenskraft kannst du alles erreichen. Dankeschön. Ich glaube, das war immer noch nicht so eine Nebenquest. Hey there. Oh Mann, ey. Sind eigentlich alle Ingame-Charaktere oder irgendwelche anderen Charaktere oder beides? Also auf den Karten. Auf den Karten sind, glaube ich, so ziemlich alle Ingame-Charaktere und anderes. So, ich habe jetzt irgendwie Thomas Keks, die Hanteln eben von Dingsy. Ihr Polizeichef, George und irgendwie noch eine Kaffeetasse oder so. Also es gibt auch Objekte, so Sammeldinger, Sammelobjekte als Karten. Aber auch Charaktere. Na, was hältst du davon? Soll ich dir eine Injektion geben? Ja, okay. Dann mache ich sie jetzt fertig. Gib mir halt eine Injektion.
Ashas Stabilisator regeneriert den Puls vollständig und verhindert dessen Anstieg länger als normale Mittel und Heilung. Brauchen wir nicht. Was ist denn mit dem Schriftzug los? Krankenhaus von... Da stehen irgendwie zwei verschiedene Sachen ineinander, oder? In Schwarz steht da Groanvale. In Rot kann man es nicht lesen. Del of B. Das ist irgendwie ein bisschen crazy, finde ich. Aber gut. Hallo, Zagigula, wie geht's? Na gut. Das... Möchten Sie eine andere Art von Injektion bekommen? Lassen Sie sich nicht nur auf Medizin, sondern passen Sie auch auf sich auf. Jetzt gib mir mal deine Nebenquelle. Ist er nicht mehr gelb? Das verstehe ich jetzt nicht. Hey there. Das ist jetzt wirklich komisch, aber vielleicht liegt es an der Uhrzeit. Das könnte nämlich schon sein, das stand jetzt wie gesagt in dem Guide nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, weil der ist ja jetzt auch nicht im OP-Saal. Der ist ja jetzt gerade hier in diesem Krankenzimmer. Vielleicht muss ich warten. Jetzt warten wir mal. Jetzt warten wir mal eine Stunde oder zwei oder drei. Und dann schauen wir mal, ob sich Asche bewegt hat. Warten wir mal bis Nachmittag, bis eins oder so. Ah. Lange nicht mehr gegessen. Ja, machen wir gleich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Asche sich bewegt hat. Ah, Asche ist nicht mehr da drin. Die sommersprossige Fione ist immer noch da. Wie und wo kann ich den Stockwerke durchwechseln? Gar nicht. Gut, okay. Dann werden wir es schon wirklich selber machen. Kommt das auch so vor? Ich weiß nicht, ich frage mich immer, ob das Absicht ist, dass in dem Spiel alle Gebäude so riesig sind. Okay, wartet. Das Krankenhaus und das Polizeirevier sind auch Dungeons in der dunklen Version von sich selbst. Dann macht es Sinn, dass die so riesig sind. Das stimmt. Ja, Antwort auf meine Frage quasi schon gefunden. Da hinten ist er, aber er hat kein Symbol über seinem Kopf. Es ist komisch. Schauen wir einfach mal. Eigentlich sollte man am besten, also wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, würde ich jetzt empfehlen, wenn ihr die Muse habt und die Zeit habt, besucht nach jedem Kapitel einfach mal möglichst alle und spielt gar nicht unbedingt mit diesem Questbuch. Würde ich schon immer überprüfen, bevor ich eine Hauptmission mache. Weil es können auch Quests dann quasi nicht mehr verfügbar sein. Aber erstmal gar nicht aufs Questbuch schauen, sondern einfach jeden mal besuchen. Wie in Animal Crossing oder so. Wenn wirklich jeden Tag einfach mal eine Runde drehen. Oder zwischen jeder Mission. Und mit der Stange verhauen. Oh mein Gott, ich habe wirklich gerade Strafe zahlen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel darauf reagiert überhaupt. Ich weiß nämlich nicht, wie ich meine Waffe wieder wegstecken kann. Ah, er macht es automatisch, wenn ich warte. Hey there. Hallo. In letzter Zeit esse ich übrigens mehr als nur Kartoffelchips. Ich hörte trotz Fiona damit auf. Versteht das bitte nicht falsch. Ich verstehe gerade gar nichts. Es hat wirklich nichts zu bedeuten. Was meinst du mit falsch verstehen? Oh nein, ich meine, ich bin normal. Ja, völlig normal. Normalerweise leide ich nur an geistiger Erschöpfung, aber in letzter Zeit war ich auch körperlich erschöpft, also hungrig. Kohlenhydrate allein genügen nicht, das stimmt. Setz also keine Gerüchte über meine Essgewohnheiten in die Welt. Hey there. Den Dialog gerade echt nicht so ganz gecheckt, aber gut. Von einer anderen Schwester hörte ich ein beruhigendes Gerücht.
Fiona soll mit einem Protest gegen Kartoffelchips begonnen haben. Bald sind all meine Fluchtwege abgeschnitten. Ich muss schnell etwas unternehmen. Okay, keine Nebenquest. Dann warten wir nochmal. Als Dungeon fand ich das Krankenhaus eigentlich recht kurz. Ich habe, glaube ich, knapp 20 Minuten gebraucht. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie lange wir hier drin waren beim Stream, aber ich habe das Gefühl, mir ist es lang vorgekommen. Also groß zumindest. Viele Räume, viele Gänge. Keine Ahnung. Größer als das Polizeirevier, würde ich so vom Gefühl her sagen, aber ich weiß es nicht. Also, das erste Mal im Polizeirevier. Beim zweiten Mal im Polizeirevier ist es dann schon sehr groß. Oh, ich habe gar nichts mehr zu essen, außer vier Lollis. Wir werfen ihm gerade vor, dass er nicht nur Kartoffelchips essen soll und ernähren uns seit zwei Tagen nur von Lollis. Und ins Bett sollte ich auch noch... Hey there! Ich habe noch so viel zu tun. Dabei fällt mir ein, du wolltest nach dem Fall doch mit mir spielen. Habe ich das wirklich gesagt? Tut mir leid, das weiß ich nicht mehr. Ach komm schon. Ich arbeite mir die Finger wund, hilf mir mal Dampf abzulassen. Ich weiß, deine Arbeit zu schätzen. Ach so, kann aber nicht mit dir spielen. Warum? Liegt es daran, dass ich nicht so gut bin wie du? Nein, Ascha. Es ist nur so. Ich bin ein miserabler Schachspieler. Hi, Zakorak. Hallo, wie geht's? Gänge ja, aber die meisten Räume im Krankenhaus sind nicht zugänglich. Das stimmt. Mir geht's ganz gut. Dankeschön. Ich bin ein miserabler Schachspieler. Ich kenne ja kaum die Regeln. Was sagst du da? Das nehme ich dir nicht ab. Diesen Bären kannst du mir nicht aufbinden. Jörg, jetzt stecke ich in der Klemme. Du hättest selbst mal mit ihm spielen sollen. Ah, ich verstehe. Hey there. Unser alter Ego konnte Schach spielen, aber er nicht. Ah, okay. Cool. Seppo ist weg bei mir. Komplett weg. Ich... bin aber noch da. Ich bin grundsätzlich noch anwesend. Große Daten schicken, das ist immer ein Problem, Zakorak. Große Daten schicken könnten wir am besten entweder in Dropbox. Machen wir über Dropbox wahrscheinlich das leichteste, oder? Wenn du mir da einen Dropbox-Link schickst, wo ich Sachen runterladen kann, wäre es wahrscheinlich das einfachste. Ansonsten wird es auch mit Google Storage, ich weiß nicht, wie es heißt, Google bietet auch so einen gewissen kostenlosen Lagerplatz an, wo man dann auch mit Links Daten hoch und wieder runterladen kann. Da schreiben wir uns dann noch zusammen nachher. Also, hast du endlich Lust auf eine kleine Schachpartie? Info? So viel Arbeit wirst du nie wieder haben. Nimm es einfach als eine einmalige Erfahrung und halte durch. Du hast leicht reden. Ich will mit dir Schach spielen. Das ist es, was ich wirklich will. Ich habe es dir doch gesagt, Ascha. Ich verstehe nichts von Schach. Ich kann dir da leider nicht helfen. Schon wieder diese Ausrede. Das kaufe ich dir nicht ab. Leider habe ich sowieso viel zu tun, um Schach zu spielen. Schade, jetzt da du endlich etwas Zeit übrig hast, Agent Zack. Das ist die reinste Ironie. Ich verstehe nicht, warum ich nicht... Hey there. ...die Quest kriege. Hast du endlich Lust auf... Ich weiß es nicht. Ich würde gern Schach spielen, aber das geht anscheinend nicht. Ich kaufe mal Aschas Stabilisator. Warum wurde der Bildschirm schwarz? Komisch irgendwie. Muss mich nur mal mit Dropbox auseinandersetzen. Ja, genau. Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Das krieg sogar ich hin. Hey there.
Hast du endlich Lust auf eine Schachpartie? Ich weiß nicht. Ich will jetzt, glaube ich, nicht mehr mit dir reden. Ich werde nicht locker lassen. Hau nicht aus der Stadt ab, bevor... Ja, ich würde ja gerne, hey, aber es geht ja nicht. Ich werde nicht locker lassen. Hau nicht aus der Stadt ab, bevor ich mit meiner Arbeit fertig bin. Ah, okay. Bevor er mit seiner Arbeit... Hey, kann ich hier mal schlafen kurz, Ascha? Nee, leider nicht. Schade, das wäre cool. Auf so einem Autopsietisch läuft mir wahrscheinlich auch nicht gut. Google Drive, das meinte ich Metatron. Genau, das geht natürlich auch. Nicht Google Storage. Knapp daneben.